Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Wir alle wissen, dass Kuras den Ohnesorg totgeschossen hat und dass Kuras freigesprochen ist, worden ist. Also ein Idiot, ja? Ein Mann, der nicht weiß, was er tut. Die Polizei beschäftigt Idioten. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe sie für die Landlehrer. Also für die Leute, die auch irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen. Die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft und konkret am Kiosk dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten.